Ja, es ist ja gerade bei solchen Austausch ist es ja offen. Weißt du, das entsteht ja in der Situation und das ist auch, glaube ich, das Interessante im Leben, oder? Ja, das glaube ich auch. Immer wieder. Wirklich. Die Momente, wo wir noch gar nicht so wissen, okay, über was reden wir, was kommt eigentlich? Und dann wird es lebendig. Das merke ich auch immer wieder. Ja. Und das ist genau das Thema Begegnung oder Beziehung. Also wenn wir wirklich in einen Kontakt gehen, in eine Beziehung, dann entsteht ja wie so ein Raum so zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen. Und dieser Raum ist erstmal da und den so wahrzunehmen und zu gucken, was schwingt denn da zwischen uns und was zeigt sich, was möchte gesagt werden. Das ist also dieser Beziehungsraum ist so ein ganz, also ich erlebe den als so ganz, ganz besonderen, so ganz, ganz filigranen Raum auch inzwischen, wirklich was zwischen Menschen schwingt. Wenn wir das nicht platt machen und drüber gehen mit einem Witz oder einem Spruch oder was auch immer, einer Geschichte, sondern einfach schauen, was ist da gerade da? Und mit dem gehen, dann wird es ehrlich und lebendig. Ja. Ja, offen, richtig, sie voll zu zeigen. Und was das Interessante auch für mich ist, ich meine, bei dir ist das noch einmal x-fach höher sicher. Aber durch das, dass sie Joachim verabschiedet hat, hat das Thema Beziehung noch einmal eine viel, viel größere Tiefe, auch bei mir. Ich habe ihn ja kaum physisch begegnet. Ich habe ihn 3, 4 Mal gesehen. Und dennoch, wie er dann weg war, habe ich gespürt, er ist präsenter denn je. Eben das Thema Beziehung, Kommunikation, was ihm ja so wichtig war, hat da sicher ganz eine neue Dimension gekriegt, definitiv, ja. Was ist Beziehung? Was ist Austausch? Ja, hat ja, wir haben ja oft, er war ja auch sowas wie ein Mentor, wo ich ihn gefragt habe, du Joachim, welche Sprache, wie fühlst du das? Und die Worte greifen da viel, viel zu kurz und es ist eben nicht mehr beschreibbar. Gerade jetzt die Zeitqualität, wo wir jetzt hingehen, wo wir immer noch Worte ringen und das ist es nicht mehr. Das, glaube ich, braucht ganz andere Dinge. Und da war er doch ein Genie und jemand, der ein extrem guter Übersetzer war, ja. Das stimmt. Kannst du das beschreiben, Georg, was mein Papa also so besonders gemacht hat in seiner Sprache? Weil ich höre es immer wieder und für mich war es so normal, so aufzuwachsen mit dem Ganzen. Deswegen finde ich den Blick von außen so, was war das, was besonders war, womit die Menschen auch gehen? Das ist eben jetzt gerade, glaube ich, die Herausforderung auch, das zu beschreiben, weil es eben nicht beschreibbar ist. Aber es ist einmal schon der Zugang schon so interessant gewesen beim Joachim, weil ich ja sehr stark reagiere auf Resonanz in beide Richtungen. Also wo ich total zumache und wo ich schnell was beende und wo der Raum aufgeht. Und das war beim ersten Zoom schon. Ich glaube, wir haben gar nicht telefoniert, sondern gleich einmal gezoomt. Weil eben ein Unternehmen in Österreich gesagt hat, der Joachim, das ist genau der, der das übersetzt, was er schon macht. Also das ist ein Bauer eigentlich vom Ursprung her. Und da habe ich schon gespürt, sofort, ich bin willkommen, weißt du, ich bin, wie ich bin und ich bin nicht zu wenig. Weißt, das war bei mir ein großes Thema. Ich bin nicht so, sondern wow. Ja, und das ist eben genau das, Viviane, was nicht mehr beschreibbar ist und erklärbar ist. Es ist richtig, die Beseeltheit eines Menschen, der hat sich ja sehr gewehrt dagegen, wenn man spirituell esoterisch in eine Ecke gedrängt wird. Da haben wir mal einen Zoom gehabt mit Unternehmern und da war das Thema Esoterik und das hat überhaupt nicht ausgehalten, weil er sagt, ja, Esoterik ist ja das innere Wissen und um das geht es ja jetzt, um das seelisch-geistige. Und wir dürfen halt lernen, mit dem umzugehen. Und ich bin, das wirkt auch dann sicher nach, von der Beschreibung her, Viviane. Er hat gut eine tolle Bildersprache gesprochen und er ist immer aus der Wertung gegangen, immer die Verbindung, was uns ja so wichtig ist. Und was dieses Einlassen auf den Prozess, er hat es ja auch geliebt, so einen Austausch, ohne dass man vorher irgendwas besprochen hat oder so. Ja, sehr. Das ist also diese Analytik, das Ego einfach loszulassen, fließen zu lassen, auch zu vertrauen. Und darum habe ich mal gestern, wie du mir geschrieben hast, war sofort ein Lächeln da vom Joachim, weißt? Ja, das Ein hast Lächeln lacht einfach, du weißt? Und er hat immer diese Leichtigkeit gehabt und immer deine Mama, wie die gestorben ist, das hat er mir groß zugesetzt, aber er hat sie nie beschwert. Ich habe einfach nur gefühlt, dass das eine tiefe Verbundenheit da ist, weißt? Ja, total. Ja.
Ja, das war echt besonders bei Papa, also auch in der Krankheit, in der ganzen Krankheit von Mama. Wirklich, dass er, also wo wir Kinder oder ich speziell auch wirklich dachte, okay, es ist einfach vorbei, sie wird sterben. Und er und Mama, die haben immer dran geglaubt, immer gesagt, nee, unser Geist ist so stark, wenn Mama noch Bilder hat zu leben, dann wird die leben. Und ich habe gedacht, oh Gott, die beiden sind so unrealistisch. Weil sie hatte ja in der ersten Krankheit einen riesen Tumor in sich. Und Mama hat dann ganz viel mit diesen Bildern gearbeitet, mit Papa zusammen auch und auch alleine für sich. Und dann ist dieser riesige Tumor wirklich verschwunden. Und dann ist sie ja nochmal gesund geworden. Sie ist dann wieder krank geworden, aber erst 8 Jahre später. Und da habe ich schon ge gefühlt, okay, das ist also alles, was ich in meinem Verstand begreifen will, das kann der gar nicht. Weil diese Bilder, die kennt er noch gar nicht. Ich hatte noch nie die Erfahrung gemacht, jemand ist krank und wird wieder gesund. Und das war wirklich besonders, dass die beiden immer wieder ihren Geist und ihr Herz aufgemacht haben und geguckt haben, was begegnet ihnen und wo geht's weiter. Und ja, und das Besondere, was du bei Papa auch beschreibst, also ich glaube, das ist weniger wirklich, was er gemacht hat, sondern vielmehr, wie er wirklich war. Also da waren immer alle willkommen. Also auch hier in den Räumen von Papa, wo ich jetzt mit meiner Tochter wohne. Das war so ein Ort von Begegnung. Er hat eingeladen, die Leute kamen her, einfach zum Sprechen, gar nicht nur für Coachings, sondern einfach, weil sie gesagt haben, ich rede so gern mit dir. Und also Da dieser war Raum, er hat keine Absicht dahinter, weißt, weil oft ist ja ja. aber dahinter Absicht und das war beim Joachim überhaupt nicht, weißt. Nee. Das spürt, das ist, und wenn was entsteht oder so, es ist alles gut, weißt, das ist dieses jetzt da zu akzeptieren. Ich glaube, wir haben nicht verstanden, ich jedenfalls nicht, ich merke jetzt im Nachgang und das hat mir auch bei den Coachings ein bisschen was aus geärgert, aber irritiert, er hätte sich wirklich gewünscht, dass das mehr ankommt, die Botschaft. Weißt, dass die Prozesse mehr fließen und ja, dass eben genau diese Seelenverbundenheit und dieses Schöpfen aus der Situation, dass das einfach mehr zulässt. Wir sind genau da jetzt in der Zeit, Viviane. Ja. Genau das, da war er Wegbereiter für das, was jetzt und nächstes Jahr und die nächsten Jahre ganz, ganz stark sichtbar wird. Auch bei Unternehmen, jene, die sich da einlassen, die nicht mehr bewerten, die einfach nur diese Ergebnisse sehen und die innere Stärke haben. Ich glaube auch, ich habe deine Mama ja nie mehr kennengelernt. Die hat mir dann eine Party geschickt, das muss ein halbes Jahr vorher gewesen sein, ungefähr. Aber da waren eben die Begrenzungen nicht da. Das war die seelische Verbundenheit. Und wenn die Seele sagt, ja, jetzt, und das waren eben 8 Jahre noch einmal, das war natürlich auch noch mal ganz ein tiefer Prozess. Gell? Ja, sehr. Und wirklich, ne, dieses, dass er so ein Wegbereiter war. Ich glaube auch, Papa hat ganz viel auch gekämpft noch. Der hat ganz viel, ne, so dieses, er hat sich auch ganz viel falsch gefühlt mit dem, wie er war und nicht verstanden und ist dann ja auch in den Bereich gegangen mit der Landwirtschaft, wo es auch nicht so leicht war. Also, weil, ne, diese konservativen Systeme, die brauchen ja auch dieses Bewahrende, Erhaltende. Und dann so ein neuer Geist, dass er überhaupt da reingekommen ist, war schon besonders. Und dann hat er aber so ganz viel gekämpft, weil er wollte, dass die es verstehen und umsetzen. Und ich habe letztens hatte eine war hier, eine Landwirtin, die auch lange mit Papa gearbeitet haben. Und die hat gesagt, Ferne, wir haben es ganz lange überhaupt nicht verstanden. Und auch ganz viele, die wir kennen, verstehen es immer noch nicht, weil es ist so neu. Aber er hat alles, ich glaube auch, er hat alles vorbereitet und er hat viel gekämpft. Und was ich merke, ist, es geht nicht mehr ums Kämpfen, sondern es geht darum zu vertrauen, dass diese Räume, die wir zur Verfügung stellen, ne, du auch in deiner Arbeit, in deinem Sein, in deinem Wirken und ich und meine Schwestern und ganz viele andere Menschen, dass es reicht, diese Räume in uns zu haben. Und dann stellen wir sie zur Verfügung und dann können die Menschen einfach kommen und sich nehmen. Also das ist eher sowas, glaube ich, was jetzt anfängt, dass es
vielleicht auch die Stille, weißt, einfach den Raum zu halten, das war, da war auch, weil er war ja im Finale im Spital dabei. Wir sind ja 40 Tage gewandert, ich habe dir das eh mal erzählt kurz. Ja. Mhm. Und er hat gesagt, was wir da in 40 Tagen gewandert sind, das ist ja ein ganzes Leben nicht gewandert. Er war völlig irritiert. Wie kann man denn nur 800 Kilometer gehen und durchgehend? Und da war er geflasht und hat gesagt, boah, wie geht das? Aber es hat sich dann in dem Zoom, und das war auch das Schöne, ich glaube, das ist eine ganz schöne Verbindung, weil das auch das zeigt, das Raumhalten. Wir haben irgendein Interview gemacht, zwei, drei habe ich gemacht und ich weiß nicht mehr, was das Thema war. Und am Schluss war spontan, da sage ich, Joachim, habe ich ihm von der Idee oder von dem Impuls erzählt, wir verbinden Unternehmer, gehen da 40 Tage und da machen wir Schlusszeremonie im Schloss Porzia, im Spital an der Drau, also ganz ein schöner Rahmen. Wir haben natürlich keine Ahnung gehabt, was dort passiert. Mhm. Und dann sage ich, ich hätte jetzt den Impuls, Joachim, dass du den Schlusstag machst dort. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, kann er sich vorstellen, ganz spontan mit Symbolen und so. Und das war dann auch, das hat sich die Energie aufgebaut über die 40 Tage, die war extrem hoch. Und für ihn, glaube ich, er ist am Vortag gekommen und haben uns am Abend getroffen, es war noch ganz gut. Aber da war richtig eine Transformationsenergie und das war ganz ein ganz wunderschöner Tag, den er begleitet hat. Und da hat jeder Symbol gezogen, du kennst die Sachen, ja. Und das Symbol haben wir übersetzt. Und ich habe das jetzt, ich habe es jetzt nicht parat, aber das wäre sogar gut, das, glaube ich, einzublenden. Weil das ist da von der internen Sprache gesprochen dann. Und wir haben aber nie mehr darüber gesprochen, ja, was ist dann die interne Sprache? Weil es sind schon Wörter, die oft einmal in der Außenkommunikation vielleicht in der Übergangsphase schwierig sind. Und das war witzig. Und dann haben wir das Coaching weitergeführt. Und die dann weitergemacht haben, wir waren auf der Alm, dann hätte ich den Wunsch gehabt, dass wir mit diesen Dingen arbeiten. Und die haben dann gesagt, nein, das wird jetzt neu kreiert, das wirkt eh und schwingt eh. Aber ich habe irgendwie gespürt, das wäre wichtig, das einzubauen. War aber nicht da. Und ich habe das jetzt kürzlich auch mal erwähnt in einem Team-Meeting. Und er ist nicht verstanden worden einfach nur. Gell? Aber die Energie ist ja dennoch da und er hat auch da loslassen können. Und unsere Herausforderung war auch die geografische Entfernung, weißt, weil ich jetzt schon den Wunsch gehabt, dass er mal wieder dabei ist und so. Das war bei Zoom. Ja. Aber es ist egal, das hat alles, ist alles gut, wie es ist. Und das war das Finale im Spital. Da hat er auch Leute, die nur einmal gesehen haben, der Martin Huttecker zum Beispiel oder ein paar, die haben ihn so schön in Erinnerung und ja, wir hätten da filmen sollen vielleicht, aber es ist eh alles vorbei, aber das war schon was, wo eben, und der Ausgangspunkt, warum mir das eingefallen ist, war ja die Energie zu halten. Und da war wirklich wunderbar, weißt, der hat da die Räume gegeben, er hat da nur ein bisschen gelenkt und notiert und Impulse gegeben und eben immer sehr spürig, er war eben der Übersetzer, das ist wirklich beeindruckend, ja. Ja, total. Und wirklich, ne, Georg, diese Bilder und Symbole, da hat Papa ja ganz viel mitgearbeitet. Und ich habe das auch ganz lange auch nicht verstanden. Also auch, was er in seinen Bildern sieht und wie er wirklich mit Symbolen, also wie er das macht. Klar kann ich das aus dem Kopf machen, aber er war auf einer ganz anderen Ebene unterwegs mit diesen Bilder- und Symbolsprachen. Und also das merke ich jetzt nach seinem Tod erst. Ich sehe wirklich in mir tauchen Bilder auf. Ich sehe im Außen Bilder und sie tauchen in mir auf und ich folge denen und die sind so deutlich. Es ist so deutlich, wo dann der Weg lang geht, also was zu mir passt, was nicht mehr zu mir passt, wo sich was neu formiert, mit welche Menschen mir näher kommen, wo was schwingt und welche dann weiter wegrücken. Und also alles, wo wir dem nicht folgen oder das nicht sehen, ist halt unsere Geschichten und unsere Emotionen, die so stark sind, dass, oder der Kopf, der dann denkt, nee, das kann gar nicht sein, oder was sich so dazwischen baut. Und wenn wir wirklich lernen, und das hat Papa so konsequent gemacht, dieses alles, was dazwischen gebaut ist, wegzulassen und nur zu dem zu kommen, was auftaucht in ihm. Und dann wird das wirklich leicht. Also das Leben und das Miteinander auch. Wir müssen halt unsere Hausaufgaben machen und uns drum kümmern. Und ich glaube, eine Hausaufgabe ist wirklich, in die Stille zu gehen, wie du gesagt hast vorhin. Mhm. Wir kommen nicht da drum rum, weil das Leben ist so laut, es ist so voll, es ist so viel Orga und über den Kopf auch gesteuert.
dass wir erstmal einen Abstand brauchen, um überhaupt wieder klar drauf gucken zu können. Und eine zweite Hausaufgabe, wo ich auch merke, wenn ich die nicht mache, dann ich komme nicht weiter, dann verhakel ich mich und identifiziere mich so mit den Dingen, wenn ich meine Emotionen nicht kläre. Also wenn ich auf alles eine Bewertung habe, eine Interpretation, eine Emotion, die von früher dranhängt, kann ich auch nicht klar mit den Dingen gehen, sondern es ist wie irgendwie immer was dazwischen geschaltet. Und ich glaube, das ist wirklich die Herausforderung für uns. Also diese in die Stille gehen, Abstand nehmen, Meditation auch und dann ganz reinzugehen in die Emotionen, dann aber auch ins Gefühl und ins Miteinander. Mhm. Und das Ganze einzulassen. Ja, deshalb mit Bildern übertragen, auf seine Bilder. Ich glaube, die haben eben auch diese Distanz, die bei uns oft dazwischen ist, glaube ich, hat sich da gelöst, auch vielleicht dadurch. Weil das, er hat ja nicht viel erzählt. Bei ihm war es ja so, ich habe immer mal gesagt, Joachim, bei dir gibt es immer was zum Entdecken. Ja. Er hat nie was gesagt. Und dann habe ich erst gesehen, welche Kunst er macht. Und dann hat er, war man in Seeheim bei Salzburg, da hat er Künstlerin gekannt, eine ganz tolle. Mhm. Da bin ich erst dann draufgekommen sukzessive und da hätte es sicher vieles noch gegeben, was ich gar nicht weiß. Weißt? Er war immer präsent, hat aber nie die Absicht gehabt, da irgendwie was der aus dem Ego heraus oder aus dem heraus was zu transportieren. Was ich schon gemerkt habe, ist, stimmt, weiß ich nicht, aber nur in der Wahrnehmung, Viviane, er hätte sich schon gewünscht, dass er mehr in seiner Genialität wahrgenommen wurde, weil er wollte ein Buch schreiben, damals mit Gerald Hüther. Ja. Das der Gerald Hüther dann, glaube ich, selber geschrieben hat. Und da ist, das ist irgendwie nicht gelungen. Weißt du? Und er war ganz groß, aber sein Weg war halt anderer. Die, nicht so die ganz große Außenwirkung oder Rüdiger Dahlke und so, der mal vorher geschrieben hat in einem Buch. Im Übrigen, vor ein paar Tagen haben wir das Buch gesehen. Mhm. Und wir waren Eisbaden und dann kommt die Monika und sagt mal die Vornamen, weil wir kriegen nämlich ein Enkel jetzt im Jänner. Und sie kommt mit dem Buch daher. Sag ich, ja, das kriege ich den Namen. Und allein die Übersetzung der Namen, was, das kann nur eine tiefe Seelenweisheit sein, sonst machst du das nicht. Geht gar nicht. Ja. Es geht und das nicht. Ist schon genial, weil da hat eben der Rüdiger Dahlke ein Vorwort geschrieben und so. Und das Buch haben sie auch in Dahlke gekriegt. Mhm. Ja, und das war vielleicht der Punkt, dass er noch nicht, aber es ist oft bei genialen Menschen so, dass sie erst dann gewürdigt werden, wenn sie dieses Erdenleben verlassen haben. Und da ist beim Joachim sicher auch so, hundertprozentig. Ja. Ich bin mir da auch sicher. Und das war immer ein ganz großer Schmerzpunkt in ihm. Dass er immer so gerne wirklich auch mit Menschen zusammen was machen wollte. Es hatte aber immer so eine Grenze. Und er wollte wirklich, ne, er also hat immer erzählt, bis zum Schluss hat er dran geglaubt. So, meine Bücher, die werden Bestseller. Und meine Bilder, die werden ganz, ganz groß rauskommen auch. Und ich habe da auch viel gesprochen mit meiner Schwester, mit einer Freundin. Und es ist wirklich auch das Gefühl, manchmal ist die Energie noch so gebunden. Mhm. Und es braucht ja erstmal auch, ich glaube, dieses Geniale braucht auch einen Schutz. Also, ne, dass er war kein krasser Unternehmer. Er war immer selbstständig. Er hat ganz viel gearbeitet, ganz viel gemacht, ganz viel war unterwegs. Aber er hat nie ein Unternehmen aufgebaut, was dann, ne, groß wurde und für ihn gearbeitet hat. Sondern er musste selber seinen Geist und sein Wissen und alles von sich selber mit reinbringen. Dieses Vorbereiten und sich ganz reingeben. Und ich glaube, also ich habe jetzt das Gefühl, so mit meinen Schwestern, dass wir das besser können mit dem Abstand, mit seinen Sachen und unsere noch dazunehmend, dass wir was aufbauen können. Und mal gucken, inwieweit und wie es dann weitergeht und in die Welt geht. Aber der Mensch selber, also der hat so viel in seinen Bilderwelten auch gelebt und geschrieben. Und ich habe jetzt nach seinem Tod erst erfahren, dass er noch ein Buch geschrieben hat mit Zahlen, über Zahlen, die Bedeutung der Zahlen. Das wusste ich gar nicht. Also er hat ganz viel so einfach auch gemacht, um es zu machen. Gar nicht, um es an die große Glocke zu hängen, sondern weil er es so genial fand da drin. Also morgens hat er um 6, habe ich immer, wenn ich hier geschlafen hatte, beim Wohnzimmer, er war drüben im Schlafzimmer, habe ich immer gehört so, okay, der Computer fährt hoch. Okay, Dad ist am Start. Und dann kam er hier rein, hat sich einen Kaffee gemacht, wir haben kurz gesprochen
uns abgedatet, was machen wir jetzt über den Tag. Und dann ist er rübergegangen und hat Mails, vor allem Mails beantwortet erstmal. Und er war so gerne Kommunikation. Und dann ging es los. Und dann war er in seinem Bücherschreiben, ganz viel gemalt hat er halt zum Schluss auch. Und da war er so, so in seiner Welt. Ich glaube, das ging nicht größer nach außen. Das war noch nicht die Zeit. Aber das mit der Außenwirkung, das ist halt auch, wie es ist und hat einen Sinn. Und vielleicht war deshalb auch die Energie so hoch. Weil ich was merke bei sehr in der öffentlich bekannten Menschen, das ist dann so Überflutung, weißt du, was du die Energie nicht mehr halten kannst. Das hat alles einen Sinn gehabt und ist alles gut, so wie es ist. Aber ich merke schon, ich hätte schon noch viele Fragen an ihn jetzt. Ja? Mhm. Aber vielleicht kommt das über das Höhere dann. Und das merke ich auch immer mehr, dass, so wie wir jetzt bei der Verabschiedung waren bei euch, da ist eben vorher der Schindlerhof auftaucht, wo ich seit 15, 20 Jahren keinen Kontakt mehr gehabt habe. Und das war so eine tiefe Verbindung auch mit der Nicole Kopiol. Und das ist auch im Artenverbund gekommen, also ohne irgendeinen Impuls, weder was gelesen, sonst was. Und das ist die neue Zeit, dass die Dinge und die Genies, die haben ja alle Eingebungen gehabt, das ist ja alles, die ganzen Komponisten, das ist alles nicht aus dem Ratio entstanden. Wir haben uns halt nur so stark reduziert in dem Leben und wollten halt Lernerfahrungen machen, in der Enge, in der Angst. Und das löst jetzt gerade. Und das hat halt der Joachim eben schon, war da schon voraus. Er war da eben verbunden. Und weißt du, das Lächeln, du hast sofort gemerkt dann, wenn irgendwann was nicht verstanden hat, hat er einfach ein bisschen geschmunzelt. Ja, ja, weißt, genau. Das, er hat auch nie gewertet dann, weißt du, oder hat das nie gesagt. Und ja, es ist interessant. Es ist im Nachgang, merke ich jetzt auch viele Dinge. Und eben wie er dann übergegangen ist, das war ein intensiver Prozess auch bei mir, weißt du. Ja. Und da habe ich erst gemerkt, wie verbunden dass ich bin, weißt Der war so präsent da. Weißt du, das war gar nicht, jetzt ist er weg, sondern das ist, das war, und auch bei der Elisabeth. Und darum war es uns ja absolut wichtig, dass wir raufgefahren sind, Zeug. Das war so, so schön, dass ihr so hier wart, Georg. Das war für mich so besonders. Ich habe so gestaunt, dass ihr so einen weiten Weg extra kommt. Und es ist so schön, Georg, wirklich immer wieder nicht alleine fühlen zu müssen. Es ist so viel zu fühlen. Und es ist so schön, wenn Menschen einfach mit uns fühlen und mit uns weinen. Ja, Mittwoch um 10, gell, sind wir immer eher austauschstark, gell. Ja, ich habe das. Wir haben sehr ein paar Wochen gebraucht, gell, bis wir das hingebracht haben, aber es ist sehr. Es ist auch mit dem ganzen Rennen und vor Weihnachten, ich merke das auch bei uns mit den Unternehmen, da hast du einfach loslassen, weißt du, das ist und ich laufe da nicht mit, weißt du. Das ist so krass, ich habe das auch letztens gesagt, eigentlich ist die Zeit für Stille, für Ruhe, für innen, was passiert innen. Also, dass Papa auch in dieser Zeit gestorben ist, wo dieser Schleier eh immer dünner wird zwischen hier und der anderen Welt. Und was wir machen ist, wir gehen drüber mit unserem Rennen. Und wenn wir wirklich still werden jetzt, dann sind wir so verbunden. Ja. Das ist so, so besonders. Und es ist so besonders, dass ihr da wart auf der Abschiedsfeier. Deswegen finde ich es so schön, dass wir jetzt sprechen und die Zeit, wo ich eigentlich immer mit Papa seine Lebensgeschichte aufnehmen wollte. Einen Zoom habe ich geschafft, 2 Tage vor seinem Tod mit ihm. Mhm. Ja, wo er erzählt hat und ja, wo ich dachte so, wow, ich weiß so vieles noch gar nicht. Ich muss einmal Strom anstöpseln, sonst bist du gleich weg. Ja, an Papas Abschiedsfeier, wirklich, Georg, das war so besonders für mich, weil wir haben, mir war es
wichtig, dass wir nicht so lange warten, dass es relativ nah an seinem Tod ist, weil er so hier war einfach noch. Und dann hab ich gedacht, okay, ich bin mit Organisation, ich kann gerade gar nicht so viel organisieren, aber ich lade einfach ein. Ich lade ein und dann gestalten wir drei Schwestern den Raum. Und ich habe auch meinen Schwestern gesagt, ich bin gerade nicht in der Lage, irgendwas wirklich zu tun, ein Programm auf die Beine zu stellen, die Leute irgendwie zu unterhalten. Was so oft so, ja, so ein Stress ist auch in mir oder war. Es war immer ein Stress, wenn ich Leute einlade, muss ich irgendwas tun. Und dann habe ich gemerkt, an diesem Tag, ich musste nichts tun. Ich musste einfach nur da sein und ich konnte da sein und ich war, glaube ich, wo ich einen Raum gehalten habe und eröffnet habe für Menschen, war ich nie so präsent und im Gefühl wirklich da. Und ich glaube, das war ganz im Sinne auch vom Joachim, ein offener Raum, der sich gestaltet hat mit den Menschen. Und da waren ja so viele besondere Menschen da. Weißt du, am Schluss habe ich mit seinem besten Freund noch geredet, weißt du, der im Haus wohnt und wo früher war. Ja, so auch so ein weiser Mensch, weißt du? Und da merkst du einfach die Tiefe, die da da war, gell? Und da hat es eben kein Programm gebracht, weil das Programm, das hat sich selbst gestaltet. Und das ist auch vielleicht so, was er mitgibt, der Joachim. Geh einfach hin. Wir haben ja oft das, die Leute wollen was verstehen, um was geht es genau. Nein, das geht es gar nicht mehr, weil das kreiert sich eben in der Anwesenheit der Menschen, der Seelen. Und das war da schön. Und auch dieser Scherz, was heißt Scherz von ihm? Aber dieses Kindliche, was, das innere Kind, das ja ihm stark da war, im positiven Sinne, bitte keine heiße Asche einfüllen, was? Das ist ja genial, oder? Ja, Total. ist Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, es ist so, so geil, weil es immer wieder, er hat immer wieder auch, ne, so eine Ernsthaftigkeit gehabt und dann gebrochen mit so einem Witz oder das nochmal auf eine andere Ebene gebracht. Und bis zu seinem Tod, er musste es ja noch in sein Testament schreiben, dass auf seine Urne soll bitte keine heiße Asche anfüllen. Er hat es uns 100-mal gesagt, wir hätten es eh gemacht, aber es musste da nochmal stehen, dass es wirklich gemacht wird. Es war ihm so wichtig. Ja. Und auch hat er gesagt, er möchte nicht also vergraben werden oder einfach so irgendwo verstreut werden, sondern er muss mit dem Feuerwerk in die Luft geschossen werden. Natürlich. Und egal in welches Meer, Hauptsache auch mit Mama zusammen. Ja, es war schön, dass die Urne von der Mama da gestanden ist, gell? Ja, das war wirklich, wir haben das, wir wollten immer, sie wollte nach Griechenland und wir haben es nicht geschafft, aus verschiedenen Gründen. Irgendwer konnte immer nicht. Und dann hat er irgendwann zu seinen Freunden gesagt, wenn die nicht Gas geben, langsam, dann stehe ich irgendwann daneben, können sie uns zusammen ins Meer streuen. Ich glaube, das war wirklich, als die Urne dann da war und die beiden Urnen nebeneinander standen, und wir haben ja dann noch das Foto von den beiden draufgestellt, das ist so stimmig, dass die beiden zusammen sind. Das, also, für mich fühlt es sich gar nicht falsch an, so sehr es auch weh tut und so sehr er wirklich hier fehlt in den Räumen. Und also ich habe so gedacht, das ist, der Tod ist wie so eine Unterbrechung von dem, was immer war. Also was ich dir erzählt habe, morgens fuhr der Computer hoch, dann kam er rein, dann haben wir gesprochen und Kaffee getrunken. Und ich war die ganze Nacht nach seinem Tod mit ihm alleine und habe ganz viel geredet mit ihm und habe ganz viel geweint. Und dann habe ich mich hier schlafen gelegt und habe ein paar Stunden geschlafen. Und dann habe ich morgens so gedacht, ah, also jetzt er müsste eigentlich reinkommen. Und es ist wie in so einem Film, dass auf einmal so ein, wie so ein Filmriss oder so ein, okay, es passiert jetzt aber nicht. Und dann läuft im Gehirn der Film weiter ab, kurz. Und das Gefühl merkt aber, wow, es passiert irgendwie was ganz anderes. Und ich glaube, diese Unterbrechungen und der Tod ist so die krasseste Unterbrechung im Leben von auch denen, die hier bleiben. Und ich glaube, wir brauchen diese Unterbrechungen so sehr. Also auch, es muss nicht immer jemand sterben dafür. Aber wir brauchen dieses Innehalten und merken, es ist gerade was anders als sonst. Und wenn wir dann nicht drüber hinweggehen, sondern wirklich spüren, was ist denn jetzt dran? Welches Gefühl kommt da in mir?
eine Traurigkeit oder eine Wut oder eine Freude oder eine Angst, ja auch oft eine Angst, weil, ja, keine Ahnung, wenn was Neues, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es weitergeht. Und wenn wir wirklich so mit dieser Angst da stehen, dann gehen neue Räume auf. Und dann können wir mit dem Leben gehen. Und mein Papa hat wirklich vor jedem Coaching, vor jedem Seminar in letzter Zeit hat er immer gesagt, ach, ist doch ganz einfach, es ist doch ganz leicht. Und alle dachten immer, hä, oh Gott, ich fühle es noch nicht. Aber er war schon in diesem, es ist nicht mehr schwer, es ist leicht, es taucht leicht auf. Und nach seinem Tod habe ich ihn immer gehört vom Einschlafen, wie er gesagt hat, Bjarne, achte wirklich auf deine Träume. Er hat es mir mein ganzes Leben lang gesagt und ich habe es sehr selten gemacht. Und dann war das so präsent und es kam im Traum so klare Bilder, so klare Symbolbilder auch. Und ich bin denen einfach gefolgt. Und so ist diese Abschiedsfeier entstanden. So ist die Zusammenarbeit jetzt mit meinen Schwestern entstanden. So gestalten wir jetzt so die nächste Zeit auch, ja, dass wir ganz viele Treffen machen, wo wir einladen. Und das ist nicht, weil ich es planen will, sondern es entsteht wirklich so in mir. Und dann ist es wirklich leicht. Und ich fühle das jetzt erst, dass es dann wirklich leicht wird. Ja. Und vielleicht kommt die Angst, oder nicht vielleicht, sondern die Angst ist ja, wenn man im Vertrauen ist, gibt es ja keine Angst. Das ist ja das so Interessante, und das war sicher beim Joachim auch, und darum hat er auch gesagt, es ist leicht, weil er hat sich nicht begrenzt, und er hat gesagt, okay, das ist jetzt ein beseelter Raum, und es wird eben in diesem Kontext das Richtige passieren, und so war es dann auch. Und er hat mir ja auch von einem Coaching erzählt mit einer Unternehmerfamilie in Österreich, wo er ganz dankbar war über den Prozess. Da waren mehrere mit Kindern und da hat er in einem Tag Wunder geschafft, wirklich. Und Ja. das war, da war er so dankbar. Und das war ihm ja. Und was das, er ist eben immer im Vertrauen in den Raum gegangen und man kann man da ganz viel mitnehmen, eben, weil sie, das Leben unterstützt uns ja. Das sind Ja. nur unsere Begrenzungen, die uns wieder Distanz macht und dieser Übergang, ja, ich glaube, ist auch wichtig. Vielleicht ist er auch bald wieder unterwegs, aber wir haben auch so eine Hebamme, Erika Bichler, die ist auch älter und da habe ich im Interview ganz direkt gefragt, wie geht es dir damit mit Abschied? Sag sie, Georg, weißt du was? Die war eine Hebamme. Geburt und Tod, beides sind Übergänge. Und es ist so. Es ist halt die grobstoffliche Geschichte, die uns so wichtig ist, nicht da. Und wir dürfen halt jetzt, glaube ich, lernen, mehr in der Verbundenheit zu sein mit dem Feinstofflichen und dann ist auch die Präsenz wieder da und dann wird uns auch nichts abgehen, weil es ein anderer Ort des Miteinanders ist und man ist ja nicht zufällig da. Und gerade so einen Lehrmeister als Papa zu haben wie den Joachim, das macht natürlich schon was. Das prägt, aber darum ist eben jetzt der Lernschritt und schön, dass du da so intensiv in den Prozess einlässt. Was natürlich dir als Mensch unglaublich nochmal in eine neue Dimension bringt, denke ich, ja. Ja, das ist wirklich so. Und ich finde, das ist so ein schönes Abschlusswort auch, Georg, für unser Gespräch. Diese Übergänge. Also, das ist Geburt und Tod sind die eher die größten Übergänge. Und ich habe sie auch immer so erlebt. Bei meinen Kindern in dieser Geburt, wo wie so eine Glocke drüber ist und dennoch diese ganz intensive Verbundenheit. Und in den Übergängen vom Tod von meiner Oma, die wir begleitet haben, meiner Mama, jetzt Papa, den wir nach seinem Tod begleiten. Er brauchte keine Sterbebegleitung. Der hat es schnell gemacht, den Übergang. Und aber auch diese kleinen Übergänge, das ist so spannend, weil ich bin dann nach Gomera gereist, jetzt um das Seminar zu geben, was Joachim und ich geben wollten und was ich jetzt mit meinen Schwestern gegeben habe. Und diese Reise, auch das ist ja ein Übergang von einem Land ins andere oder von einer Stadt in die andere oder einen Übergang von einer Beziehung in eine andere oder von einem Job in den anderen. Und all diese Übergänge, ich glaube, wenn wir die wirklich, wenn wir uns da Zeit nehmen für und das durchfühlen, wirklich, was passiert in dieser Übergangszeit, dann entsteht nicht sowas wie so ein Traumata oder ein Schock, das bleibt gar nicht so doll im Körper, weil dann fühlen wir es direkt. Und ganz wichtig finde ich wirklich zum Schluss auch nochmal zu sagen, es braucht dafür Stille und Innehalten. Und es braucht das Fühlen.
Und mein Papa hat zum Schluss noch die Allianz für Landwirte, das war der letzte Tag, an dem er auch gestorben ist, hat der übergeben an ja, die Menschen, die es jetzt weitermachen, weil er wollte sich zurückziehen. Hat er ja auch. Und Das hat er gespürt, oder? Wenn das an dem Tag war, oder? das hat er gespürt und es war ihm so wichtig, dass es noch war. Und was sie erarbeitet haben ist, und das finde ich, dass genau das braucht es, das fühle ich auch. Und das hatten wir auch schon mal, Georg. Es braucht Räume, wo Menschen sich treffen und denken und fühlen zusammen. Und darum war ja unser Interview auch, wir haben gesagt Sprache und es ist aber dann ums Fühlen gegangen, gell? Und Genau. das ist die neue Sprache wahrscheinlich, Das ist ja. das Neue. Es ist das Neue. Und er wusste, wir Schwestern können das so gut. Und die neue Generation kann das so viel besser, weil wir schon damit aufgewachsen sind oder in diese Zeit reinwachsen. Und du auch, ne? Du entwickelst das auch. Und das braucht es wirklich. Räume für Begegnung, für gemeinsam denken und kreativ sein und fühlen. Und da vielleicht noch, weil du entwickeln gesagt hast, da war ja auch ein Künstler in der Sprache. Was ist die Wortwurzel? Entwickeln. Was? Die Entwicklung, ich bin verwickelt und wir dürfen uns jetzt entwickeln und dann Ja. werden wir wieder verbunden und einfach und dann sind die Begrenzungen weg, Ja, ja. genau. Und dieses Entwickeln braucht halt ein bisschen Zeit und Achtsamkeit und Miteinander. Ich glaube wirklich auch, diese Zeitqualität ist miteinander das zu machen, nicht mehr alleine. Papa hat viel alleine gemacht. Das war ein großer Schmerzpunkt, aber er konnte viel alleine machen. Und wir können es vielleicht auch, aber es entsteht so viel mehr im Miteinander. Und deswegen finde ich es auch so schön, Georg, dass wir verbunden sind. Weil das auch, es ist diese Menschen, die so ähnlich schwingen, das ist, da kommt ganz viel in Bewegung. Im Innen und ich glaube, das zeigt sich auch immer mehr im Außen, wirklich, dass da das passiert, dass konkret Fühlräume eingeführt werden oder was auch immer konkret dann passiert. Aber es ist diese Verbundenheit und ich danke dir so, dass wir so verbunden sind und dass du so mitschwingst und so viel Gutes so in die Welt bringst. Und ich wollte noch mit Papa zu deinem Webinar mit Gerald Hüther, weil ich ihn auch so schätze und dich so schätze und an dem Abend ist er dann gestorben. Ist auch bezeichnend, weißt, das hat er einfach nicht gebraucht und das war es ist so, wie es ist. Und mir hat er das dann so berührt, er war WhatsApp am Abend dann noch. Es ist gegangen. Ich glaube, er hat so den Platz wirklich frei gemacht. Ja, für all das, wo er gemerkt hat, da ist auch eine Grenze in ihm, da tauchten keine Bilder mehr auf, da. Es war eine Grenze, auch mit dem Fühlen, wo er, glaube ich, also es war vom Gefühl, wie er hat so ganz viel Schwere mitgenommen und hat uns ganz viel dagelassen, was wir einfach integrieren können und wir sind jetzt hier und halten die Räume. Und es ist so schön zu spüren, wir müssen die nicht alleine halten, sondern wir halten die wirklich zusammen. Danke, Georg. Danke dir auch für das Vertrauen, liebe Werner. Ja.